powered by Ernie Ball, the colors of rock and roll. Relativ organisch, fast rockig klingt und ich finde, das steht uns eigentlich ganz gut. Also sehr natürlich so, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, es klingt überhaupt nicht wie so ein totgetriggertes Drumset, sondern wirklich wie ein richtiges Mikro mit ein richtiges Schlagzeug, wie es halt klingt. Viel, viel Raummikrofons immer, so, ne? Mikrofone immer. Das ist halt immer eine Sache, so Close-Miking, so. Aber was halt wirklich ausmacht und was wirklich, ne, dann, also beim Schlagzeugaufnahmen für mich immer so, du hast so ein Grundrezept irgendwie und dann machst du ja Close-Miking, dies, das, alles schön, aber was nachher die ganzen Gewürze sind, das sind natürlich irgendwie die Distant-Mics, die Raum-Mics und auch, wie komprimiert man das und so. Also da habe ich auch viel gelernt, muss ich sagen. Bei dem ganzen Prozess habe ich eigentlich sehr viel gelernt, auch bei den Gitarren, so Learning by Doing, so wie es sein sollte. Wie viele Spuren hast du eingespielt? Für die Drums? Nee, oder für die Gitarren jetzt. Ich bin da relativ großzügig, muss ich sagen, so, weil ich gar nicht so, also was ich nicht mache, und das habe ich auch bei dieser Platte, und das machen wir bei Manta generell nicht, ist mehrere Gitarren zu layern, also dass wir dieselbe Figur, so wie bei so typischen Rock, Hard-Rock-Metal-Produktionen halt einfach links einspielen, rechts einspielen, dann nochmal mit dem anderen Amp drüberlegen, so. Das haben wir überhaupt nicht gemacht, oder ich habe das überhaupt nicht gemacht dafür, was ich mache. Ich habe ja ein relativ uniques Setup, das heißt, ich habe zwei Amps für Gitarren, links, rechts und in der Mitte ein Bass-Stack. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Gitarrensignal mit jeweils drei Mikrofonen abgenommen wird. Also links hast du, also um mein Set im Studio ist eigentlich immer 10 Mics. So, das sind drei an der Gitarre links, drei an der Gitarre rechts, zwei an der Bassbox und dann nochmal zwei Raummikrofone. Ja, das kommt ganz genau auf 10 Kanäle. Das ist so der Grund. Das ist der Grundsound und alles andere ist dann Spielerei. Das heißt, du hast die Gitarren dann trotzdem, wenn du sie abnimmst, in einem Raum stehen die Amps, weil du ja gleichzeitig spielst? Absolut, das ist ja das Schöne, das macht den Gitarrensound ja erst richtig geil. Dafür sind ja halt dann auch die Raumsounds total wichtig, so, ne? Also die Raummics, so, das habe ich ja MS, so, weißt du, einfach so zwei Mikrofone übereinander, dass du ein schönes Stereobild kriegst, so. Und das ist ja, viele Leute wollen das nicht, aber so der Bleed, das Bleed, ich weiß nicht, wie man es nennt, so, aber dass das ja in die anderen Mikrofone mit reinstrahlt, das macht es ja dann auch sehr unique, so, ne? Und wenn ich persönlich eins nicht will, dann ist das ein zu cleanes Signal, weil es halt auch alles sehr steril klingt, so, ne? Also, aber wie gesagt, ne, das ist alles bei mir im Wohnzimmer entstanden, ist ein schöner Raum, schöne Steinwand, Holz, Fußboden und so, der Whirlpool, die Bar, du weißt, wie es bei mir aussieht. Es ist aber tatsächlich, ja, ich habe Bilder gesehen, die waren aber nicht gut. Es ist tatsächlich ein sehr schöner Raum und das macht viel aus und man darf ja nicht vergessen, dass die Amps auch fürchterlich laut sind. Sprich, selbst wenn man die jetzt nicht in anderen Räumen aufteilt, ist die Übersprechung relativ gering, weil du weißt, oder ihr wisst beide selber, wie laut ein richtig aufgerissener 100-Watt-Amp-Top-Teil ist mit einer oder zwei 4-12er-Box. Da ist dann nicht viel mit Übersprechen 3 Meter weiter oder so. Was macht deine Frau denn halt, wenn du gerade am Aufnehmen bist? Die freut sich darüber, die findet das gut, glaubst du oder nicht? Ist die im Garten oder ist die im Raum und raucht sich eine Pfeife? Die raucht Gott sei Dank keine Pfeife. Nee, die, keine Ahnung, die sitzt in einem anderen Zimmer. Und liest. Oder keine Ahnung, was sie macht. Ich höre sie nicht. Die geht ja aber auch wie normale Menschen arbeiten. Nicht wie ich, so ein Asozialer, so, der den ganzen Tag zu Hause sitzt und Musik macht. So, sondern die hat ja auch einen richtigen Beruf gelernt. So, ne? Dementsprechend ist die bei der Arbeit. Und ich nehme eh gerne früh auf. Also ich stehe morgens um 7 oder 8 auf. Und ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn um 9 die ersten Takes aufgenommen werden. Viele Leute sind ja so, ja, hier Rockplatten, muss nachts passieren. Ich bin da der gute Deutsche. Ich fange um 9 an und mache gerne um 17, 18 Uhr Schluss, damit ich Bier trinken kann. Ja. Ordnung muss sein, ey. Ganz klar. So. Kein Bier vor 4 und um 9 wird der erste Mörtel und der Speis gerührt. Oh, um 9 ist antreten hier. Ja, genau. Ja, lass uns aber beim Equipment bleiben. Jetzt die Position im Wohnzimmer haben wir jetzt mitbekommen. Mikrofone. Lass uns mit dem Mikrofon anfangen, weil das tatsächlich für viele Leute nicht ganz unwichtig ist. Und du hast beim letzten Podcast schon ein bisschen durchschimmern lassen, dass du da jetzt nicht so super freakiges Zeug benutzt hast, sondern so ziemlich handelsübliches Material, was von dir vielleicht gegebenenfalls noch ein bisschen gepimpt worden ist, wenn ich recht entsinne. Ja, ganz genau. Also, ne, 57er kennen wir alle. SM57 ist es
keiner findet das so richtig cool, weil das immer so das Butter- und Brot-Mikrofon ist. Ich kann aber auch sagen, das ist für mich, ich benutze es live überhaupt nicht. Live benutzen wir andere Mics so, aber im Studio macht es tatsächlich, ich würde sagen, auch wenn an jeder Box, an jedem Cabinet drei Mics dran sind, ist das immer das Hauptsignal. Ich mische immer viel zwischen den Mikrofonen, aber wenn du nicht den Grundcharakter und den Hauptcharakter deines Gitarrensounds damit einfangen kannst, dann musst du auf jeden Fall anfangen, an deinem Amp zu tweaken, so, wenn das nicht gefällt, was dir hier rauskommt und auf Band kommt, beziehungsweise in deine Digital Audio Workstation, dann würde ich behaupten, dann stimmt dein Gitarrensound nicht. Und das ist ganz viel auch mit Placement zu tun, das darf man nicht vergessen. Ne? Ich wollte gerade sagen, wenn das die Kalotte ist, wo positionierst du das? Meistens im Übergang zwischen Kalotte und Membran. Aber manchmal halt auch mittendrin und so. Und muss man halt echt viel rumprobieren, so auch was man will. Ne? So halt, man darf auch nicht unterschätzen, wie viel Bassunterschied es macht, dass jeder Zentimeter weiter dran und weiter weg und so. Muss man halt einfach, ich will nur sagen, so, das bleibt immer auch der Grundsound. So. Und das mische ich dann halt auf der einen Seite mit dem anderen Klassiker 421. Sennheiser hat damals, ging es noch, einfach in der lokalen Tageszeitung inseriert und gesagt, Nachwuchsmusiker sucht Sennheiser MD421 günstig an ihn abzugeben für Hobbyzwecke. Und haben sich echt viele alte Leute gemeldet, die Dinger loswerden wollten. Dann habe ich dann alle gekauft von alten Karaoke-Maschinen auf Campingplätzen und so. Also ich habe für keins mehr als 50 Mark bezahlt von den Dingern. Da habe ich einige von und sind super Teile. Und dann mische ich das gerne mit einem, vielen vielleicht nicht ganz so bekannten Mikrofon, mit einem Shure KSM-32, auch live eine Waffe. Das bringt richtig viel Wumms. Also was ich eigentlich mache mit den beiden Dingern, also das ist die Definition. Das sind diese sehr nasalen Mitten, die auch alleine gar nicht mal so geil klingen, aber dafür machen, wenn du alles mit Gitarren vollballerst und dann ist da eine Bassfrequenz, dann ist da Schlagzeug und ist der Gesang und im schlimmsten Fall Keyboards und so ein Scheiß, damit sitzt die Gitarre genau im Mix da, wo sie sitzen soll. Und es klingt alleine immer fürchterlich, aber nachher macht das alles total Sinn. Und das Ding, damit addiere ich dann halt immer noch mal so ein bisschen Höhen, so, damit das ein bisschen spritziger und frischer klingt mit dem 421er. Das ist jetzt so, und 24er, genau, weil die Leute, die zuhören, das gerade nicht sehen können, da müssen wir mal dazu sagen, was du gerade in der Hand hast. Ach so, die können das gar nicht sehen, ich verstehe. Sennheiser MD421N, so. Genau, ich kenne das noch aus der Schulaula, alte Schulanlage. Hättest du direkt klauen sollen. Ja, ich habe nichts. Wunderschönes Mic, mag ich alleine nicht ganz so sehr, aber in Kombination mit dem SM57 ein totaler Klassiker. Und das bringt für mich immer so eine gewisse Dreidimensionalität rein. Und das mische ich mit dem KSM 32 von Shure, was halt auf jeden Fall das Bassfundament liefert. Also, und das hast du aber weiter weg von der Box? Nee, wo man das so, sind auch dran, alle. Ja, die sind alle dran, weil sonst kriegst du ja fürchterliche Phasenprobleme. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, dass die Mikrofone, da musst du ja halt echt mit dem Zollstock ran, so, damit die halt, sonst kriegst du ja schlimmste Phasenauslöschungen und so. Ne? Das ist sehr wichtig, dass die, du musst halt deine Mikrofone ganz gut kennen. Du musst halt wissen, wo genau in dem Mikrofon, das sieht man nicht sofort, musst du mal aufschrauben, wo sitzen die Membranen, damit die dann alle irgendwie en par sind, irgendwie auf einer Höhe sind. Und wie gesagt, dieses KSM 32 bringt für mich immer das Bassfundament. Und auf der anderen Seite mache ich das genau das Live-Setup mit dem 57 und dem 421 und ein schönes, auch ein bisschen exotischeres Mikrofon, zumindest in Deutschland, in Amerika absolut Standard, die Rohja Bändchenmikrofone. Das ja, ist, stimmt, da hast du beim letzten Mal von vorgeschwärmt, ja. Ganz genau, ist der absolute Klassiker ist das 121 R121. Ich habe im Blindtest mich für das R10 entschieden, weil es nur die Hälfte kostet, also nur $500 anstatt $1200. So, und ich finde, für meine Stromgitarren klingt es einfach noch mehr on point. So, es ist nicht ganz so höhenlastig und nicht ganz so basslastig. Und das sind im Zweifel alles Frequenzen, die ich für meine Gitarren auch gar nicht brauche. Deswegen habe ich mich für das entschieden. Und wie gesagt, auf einer Seite benutze ich dann Bändchenmikrofon. Bändchenmikrofone immer sehr basslastig und sehr, sehr gut für ein dickes Fundament. Und auf der anderen Seite benutze ich das KSM 32. Benutzen auch sehr viele Leute live. Ist ein echt extrem gutes Mikrofon. Kann man auch relativ günstig gebraucht kaufen. Vielleicht 200-300 Tacken oder so. Ist eine Menge Holz. Aber ist ein sehr, sehr gutes Allround-Mikrofon, mit dem man auch sehr gut Gesang aufnehmen kann oder so, wenn man sich nur, wie ich, einen Mikrofon leisten kann, wenn man in den jungen Jahren. Und dann spiele ich natürlich rum. Hier habe ich zum Beispiel ein Unidyne 3, ein Modell 545. Das ist einer der Vorgänger von einem Shure-Mikrofon. Klingt ein bisschen anders. Muss man mal suchen, kriegt man immer mal irgendwie wieder gebraucht. So, ne? Und immer viel rumprobieren. Aber wie gesagt, ich habe relativ viele Mikrofone.
Aber im Zweifel muss man auch in der Lage sein, nur mit einem Mikrofon einen vernünftigen Gitarrensound irgendwie aufzunehmen. Und da würde ich entweder dann zu dem Röhr greifen, zu dem R10 oder 121 oder zu dem 57er. So. Also ja, weil ja. Nicht jeder hat 20 Mikrofone zu Hause rumfliegen. So, ne? Ja, okay, soviel zur Mikrofonierung. Ziemlich durchdacht, ziemlich ausgebufft. Basiert wohl dann auch letzten Endes auf viel Erfahrung. Ja, viel auch gelernt von anderen, ne? Wie gesagt, also die ersten beiden Platten haben wir ja in Hamburg bei Timo Höcke nochmal gemacht, in der Wellenschmiede so, und vieles hat der mir beigebracht, also vieles habe ich von dem auch mitgenommen, so, also es ist jetzt cool. Nicht, dass ich mir das alles erarbeitet habe, man guckt natürlich anderen Leuten auf die Finger, so, ne? Ja, Stefan, löcher den Hanno mal zwecks Amps und Gitarren. Ja, mir ging es gerade viel zu viel um Mikrofone, ist alles schön und recht, aber was für Gitarren hast du benutzt? Ich meine, darum sind wir doch hier, machen wir uns nichts vor. Tatsächlich benutze ich für Manta-Zwecke eigentlich immer nur die gleiche Gitarre. Das ist halt meine Viper Baritone von LTD/ESP, so, wo ich ja bekanntermaßen immer meine Pickups auch austausche und Bill Lawrence Pickups reinschraube. Das habe ich, glaube ich, in fast allen meinen Starkstrom-Gitarren habe ich Bill Lawrence Dinger drin. Hier sehe ich gerade einen Explorer rumstehen, da sind die drin. Eine Flying V, da sind die drin. Sind es immer die gleichen oder wechselst du auch mal durch? Nee, XL 500, okay. 500 XL. So, ich habe tatsächlich in der Flying V habe ich 500 L. Die sind ein bisschen milder, so, aber auch geil. Und was ich zum ersten Mal gemacht habe bei dieser Coverplatte, wir haben das einfach mal zum Anlass genommen, auch mal ein bisschen rumzuexperimentieren, so, was wir uns ja im normalen Manta-Kontext auch nicht trauen. Was natürlich super war. Dementsprechend haben wir auch mal Overdubs gemacht, mal ein Solo gespielt. Das machen wir bei unseren eigenen Kompositionen nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe doch auch wohl. Ich meine, euch hätten Single Coil Sound gehört. Ja, pass auf, da komme ich jetzt drauf. So, ja, also weil natürlich ich habe eine Tele viel gespielt. Okay. Eine Tele, allerdings mit einem P90er drin. Also P90er hörst du drauf. Ich habe hier eine Melody Maker, die habe ich gespielt. Ich habe eine Flying V gespielt. Aber tatsächlich habe ich am meisten tatsächlich eine Tele, eine selbst von Warmoth Parts, weißt du, kennt ihr wahrscheinlich, ja, Warmoth, ja. Aus den USA. Die habe ich vor Jahren mal zusammengebaut aus ganz, ganz leichtes Swamp Ash Holz und die hat einen unglaublichen Twang. Und da ist ein Humbucker im Hals, den man splitten kann. Und an der Brücke ist auch ein Bill Lawrence, es ist ein P90er, mir fällt der Name gerade nicht ein. Und damit habe ich ganz viel gemacht, weil die halt einen sehr twangigen Single-Coil, wie so ein P90er halt so funktionieren, einen sehr Single-Coil-mäßigen Sound, aber halt so ein bisschen fett. Auf Steroide, so ein bisschen drahtiger, heftiger und vor allen Dingen zerrt der die Amps auch mehr, weil viel mehr Output da ist. So. Und das Ding habe ich extrem viel benutzt, so eigentlich. Ja, sehr viel für so Overdubs und Amps-mäßig, klar. Also ich habe ja genau wie in Europa live, wenn wir spielen, immer meine Petersburg-Amps. Das sind ja quasi russische Nachbauten eines 800ers. So, ja. Anstatt, aber die haben die, ein 800er hat EL84-Röhren drin, richtig? 34. Oder so. So, und der hat halt 6L6. So. Mhm. Also die Röhrenbestückung ist ein bisschen anders. Für mich klingen sie besser, sie sind jedem Marshall 800 Haus auch überlegen, aber das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall, die benutze ich halt eh immer für meinen Grundsound, weil die extrem vielseitig sind, beziehungsweise überhaupt nicht vielseitig sind, sondern die machen eigentlich erstmal gar nichts, außer neutral geil zu klingen. Oh Gott, sagen. Die akzeptieren jedes Pedal, jede Gitarre und es klingt alles immer irgendwie, hat so einen soliden, vernünftigen Grundsound, den du immer irgendwie variieren kannst, wie du willst, mit irgendwelchen Gitarren oder mit Tretminen und so weiter. Und ich habe über die Jahre sehr, sehr viel alte Vintage-Fender-Kombos angesammelt und die habe ich auch sehr viel benutzt. Auch für verzerrte Sachen, immer in einem Stereo-Paar habe ich zum Beispiel einen getunten Princeton, einen Silverface gespielt und auf der anderen Seite einen Deluxe-Reverb und halt einmal mit einem Tube-Screamer rübergegangen und so, ne? Also. Was heißt getuned jetzt in dem Zusammenhang? Also mehr Gain oder andere? Nein, ich hab zwei Princeton-Amps. So einen Princeton Reverb und einen normalen Princeton. Und den Princeton, da haben, ist ein relativ bekannter Mod, so ich gucke mir das Teil gerade an, so, aber du, da habe ich einen Master reingetreten, Master-Volume, so. Aber den benutze ich eigentlich überhaupt nicht. Das habe ich, ehrlich gesagt, habe ich so gekauft. So, und da ist ein 12er-Speaker drin anstatt ein 10er. So, und somit drückt es halt auch ein bisschen mehr. Und obwohl ich sagen muss, dass ich die 10er eigentlich in dem Kontext eigentlich fast lieber mag, weil die noch mehr
durchsetzen und noch bissiger schneiden. Gerade wenn du sie als Overdub nimmst, die sind so wahnsinnig wunderbar eindimensional, so, ne? Wenn du so Overdubs spielst oder so. Und da gehe ich dann halt auch nicht mit 1000 Mikrofonen ran, sondern knall da einfach einen 57er voll. Also für einen aufgerissenen Princeton Reverb brauchst du wirklich nichts anderes als ein gutes dynamisches Mikrofon und so. Und da mache ich dann auch echt keine Raketenwissenschaft draus. Da kommt wirklich viel mehr aus dem Amp, aus den Tretminen, aus den Händen, so, ne? Sehr gut. Ja. Ja, die Princeton, da hast du mir letztes Jahr von erzählt. Die hast du preiswert schießen können, aber es sind amerikanische Princeton, richtig? Ja, richtig, genau. Die habe ich preiswert schießen können mit einer so einer Voodoo-Caster von 97 zusammen, so einem Jimi Hendrix Signature-Modell oder was auch immer, wenn das Händler ist, spiele ich nie. Fürchterlich hässlich. Sunburst werde ich im Leben nicht verstehen, warum Leute sich Sunburst-Gitarren kaufen, aber jeder wie er mag, so, ne? Aber so nun nicht. So, und die habe ich für extrem wenig Geld geschossen. Stefan, das ist okay. So. Ich verstehe das nicht, Marcel. Was erzählt denn der Mann da? Ja, er redet in wirren Zungen, aber das ist ja okay. Ich meine, das mit dem P90, das war sinnvoll, das habe ich verstanden. Die mögen so Sunburst-Gitarren oder ich finde das bei einer Stratfisher cool. Ja, klar, Tutu und Sunburst auch ein Griffbrett, mega. Echt, wow. Okay, ja, krass. Ja, nee, ich bin eher so ein stilvoller Typ. So. Und also meine Gitarren sind alle anders aus. Ich habe zum Beispiel 4 weiße Strats und so. Ich finde immer alles in weiß geil. Also so eine weiße Flying V oder so, das ist schon schwer zu bekommen. Ist voll geil. Aber, nee, okay. Lass ihn, Stefan. Das ist Hannos Roy Black Moment gerade, ganz in weiß. Okay. Noch Boom und dann, ich habe mit viel gerechnet, aber nicht mit Roy Black jetzt in der nächsten Stunde. Ich wollte einfach mal Roy Black in einem Podcast unterbringen, halt so. Macht ja sonst keiner. Wenn ich jetzt nur Ricky King sage, der stand ja auch auf weiße Straße. Ricky King. Ja. Erich ist großer Ricky King-Fan, erzählt er immer so, ne? Erich hatte, ja, unser Schlagzeuger oder Matter-Schlagzeuger. Ja, der hatte nichts anderes früher. Die Eltern hatten eine Schallplatte so zu Hause. Da war alles ein bisschen anders als bei uns so und das war eine Ricky King-Platte. So, und deswegen hat er ganz, 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 ganz viel Ricky King. Also Ricky King ist eigentlich mitverantwortlich, dass es Manta nur gibt. Ja, vielleicht macht ihr nochmal eine Ricky King-Coverscheibe. Oh, geil. Das ist geil. Sind wir bei dem Equipment, was du für die neue Manta-EP eingesetzt hast, jetzt schon zu Ende? Oder gibt es da auch noch das eine oder andere Pedal, was für dich entscheidend gewesen ist? Stimmt. Ja, auf jeden Fall, klar. Also, ne? Also ich muss sagen, ich habe ganz, ganz viel probiert. Ich habe hier, könnt ihr auch gerade nicht sehen, aber eine riesige Wand mit verschiedenen Pedalen. Ich kaufe auch immer wieder viel. Aber ich bin tatsächlich für diese Platte, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem musikalischen Ausgangsmaterial liegt, aber an diesem ganzen Grunge-Moment. Ich bin tatsächlich, also was ich wirklich viel benutzt habe, ist tatsächlich ein Big Muff. Ein klassischen, auch keine ganz tollen alten Vintage-Dinger, sondern halt einfach ein Army Big Muff, den ich vor 15 Jahren oder so mal gekauft habe. Was sehe ich hier noch? Ein Tube Screamer, Marke Eigenbau, muss ich sagen. Habe ich selbst gebaut, so einfach aus dem Bausatz. Kommt der Tube Screamer nach dem Muff, um das Muff zu bändigen oder davor? Nee. Der Big Muff macht alleine schon so viel Stress und ist schon extrem schwierig, so den zu handeln. So. Und das ist eigentlich das, und Metal Muff, so benutze ich sehr gerne. Tatsächlich klingt eigentlich auch fürchterlich, aber auf Platte schneidet wie Sau, benutze ich sehr, sehr gerne. Und, den hast du auch schon lange dabei, den Metal Muff. Ja, immer schon. Benutze ich auch live immer noch. So, beziehungsweise mittlerweile eigentlich so ein, wie heißt diese Firma, diese chinesische Firma? Moer oder diese kleinen Nano-Pedale machen. Ich habe einen Nachbau davon, klingt original fast genauso. Ach so, das darfst du Dave Matthews niemals erzählen. Ja, ich wollte es gerade sagen, sag das mal nicht Dave Matthews. Ey. Was passiert dann? Naja, also, korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber. Die Kollegen von der erwähnten Firma haben nicht nur die Schaltung kopiert, dreist, sondern sogar die Aufschrift und alles. Also komplett einfach 1:1 nachgebaut. Und deswegen benutze ich das, weil ich das einfach total unterstütze. Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist für einen guten Zweck, ne? Also, ja, Entschuldigung, aber hey, hier kommt der Punkt. Ich besitze von dem Original 2. Ja, dann darf ich auch von dem Kopie 1 haben. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist fair enough so. Und, ist legitim. Also ich habe wirklich bei den Verzerrungen habe ich, ich mache jetzt mal einen Aufruf. Ich habe einen Maxon Distortion Master habe ich benutzt. Ich habe einen alten Marshall Governor benutzt, den ich sehr, sehr schätze. Geil. Ja. Auch ein verloren gegangenes Pedal, es hat einen Sammlerwert. Ich finde den Shredmaster noch geiler, aber der ist noch schwieriger zu kriegen. Shredmaster witzigerweise über ein Fender-Kombo. Hier, die erste Single von Radiohead 92, Creep,
Ich habe den bevor die verzerrte Gitarre reinbricht, ja, von Radiohead, das ist ein Shredmaster über einen. Ich habe den Shredmaster zweimal besessen und zweimal ist er kaputt gegangen, weil er hat tatsächlich eine Fabrikationsproblematik gehabt. Der ist immer wieder gerne auch mal abgeraucht. Ernsthaft, bloß mal kurz für mich nochmal, ich glaube, ich hatte gerade irgendwie einen Aussetzer im Gehirn. Ihr habt jetzt gerade wirklich Radiohead als Referenzturm für geile Gitarrensounds, oder? Nee, es geht nur um diesen sehr, sehr iconic Gitarrensound, von wenn die Hook losgeht. Und dieses das ist für Shredmaster. Also, nevermind. So, ich habe den Governor gespielt, eine Ratte habe ich gespielt. Geil. Super. Ja, sagt man immer geil, Ratte. Aber dann merke ich auch immer wieder, irgendwie benutze ich es dann doch irgendwie ganz, ganz selten. So, okay. Weil also für mich geiles Pedal, ohne Frage, aber ich habe andere Pedale, die ich viel, viel öfter benutze. So, ich hätte jetzt echt getippt, dass dir die taugt, so, weil die ja doch so ein bisschen fuzzy ist noch bei allen Distorten. Ja, ist auch geil, also verstehe mich nicht falsch. Die hörst du auch auf der Platte, die benutze ich auch, aber ich würde zum Beispiel niemals eine Ratte als mein wenn ich, ne, die Frage müssen wir uns ja alle stellen, ihr wisst, das ist eine extrem wichtige Frage. Wenn man nur ein Pedal übrig hätte für die einsame Insel bis zum Rest der Tage, ja, Marcel, aber das sind Fragen, die musst du dir gefallen lassen. Nee, und das will ich jetzt von euch hören. Nein, wir haben irgendwas Falsches erzählt. Der heißt nicht Dave Matthews, das ist der Musiker, er heißt nicht Mike Matthews. Ja, ich dachte gerade, Dave Matthews wollte mich verarschen, was hat der mit meinem Metal-Map zu tun? Dave Matthews gar nichts hat er mit deinem Metal-Map zu tun. Er hat weniger mit Metal-Map zu tun als Dave Matthews. Dave Matthews hat den Metal-Map erfunden. Ja, das können wir, das Gerücht können wir sofort. Ja. Okay, das Pedal für die Insel. Ja, okay, da gehen wir jetzt hin. Also wer fängt an? Wir gehen da nicht hin. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir dann halt nicht. Nein, okay. Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Okay. Aha. Also den habe ich viel benutzt. So, da gibt es ja noch tausend andere Sachen so, ne? Aber das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte ihn immer, aber ich habe meinen Tube Screamer auch wieder sehr lieben gelernt. Wenn du einen geilen Gitarrensound hast, den du richtig gut findest, der wird eigentlich im Normalfall durch einen Tube Screamer noch besser. So. Und gerade ein Tube Screamer vor dem Vintage Fender Combos finde ich nahezu unschlagbar. Haben wir schon geklärt, welchen Tube Screamer? TS9, 80. Ich glaube, es ist ja, wie gesagt, es ist so ein Bausatz aus dem Internet, habe ich selber gebaut. So. Und ich glaube, es basiert auf dem 808. Das ist der Bausatz für Musikding. Hä? Der Bausatz für Musikding. Ja, den hab ich nämlich auch gebaut. Und gefällt er dir? Ist halt ein Tube Screamer. So ticke ich auch. Und ich habe mittlerweile, ich habe von Ibanez diesen TSA 15H, kennt ihr das? Diesen kleinen. Ja, mit dem eingebauten Tube Screamer. Klingt erstaunlich gut. Das Teil habe ich, gibt so eine Love-and-Hate-Relationship im Internet. Die Leute sind sich immer nicht sicher. Ich mag das Teil sehr gerne. Und wenn man es günstig schießen kann, finde ich einen fantastischen Amp fürs Wohnzimmer. So. Und ich benutze das. Und er funktioniert gerne mit meinen Boxen, die ich ja mittlerweile auch selber baue. Und, das was ist für halt Speaker cool. Baust du denn in deine Boxen rein? Oh, auch witzig zum Thema Tube Screamer, so auch da habe ich viel durchprobiert, lande halt aber immer genauso wieder wie beim Tube Screamer, dem SM57, immer bei Vintage 30 Speakern. Es ist halt einfach Slashen. Ja, glaube ich auch gut. Ja, ganz wichtig, es ist wirklich kein Gerücht, liebe Kinder da draußen, sie müssen halt wirklich eingebrochen werden. Ja. So. Und das mache ich bei mir in der Garage. Ich bespiele die wirklich eine Woche lang, 14 Stunden am Tag mit Pink Noise. Also gibt es im Internet extra so auf YouTube so Schleifen dafür, so Soundschleifen, die so 10 Stunden gehen und sich dann wieder erneuern von alleine. Weil das ein Pink Noise ist deckt halt das komplette Frequenzspektrum ab. So, ne? Und die werden vernünftig angehört. Man muss sehen, dass die Membran vernünftig wackelt, so muss da ein bisschen vorsichtig sein. Aber du hast ein freistehendes Haus, ne? Also du hast ein großes Grundstück noch drumherum das und der nächste Nachbar ist in der Scheune. Okay, alles klar. Also liebe Zuhörer, das musste gerade mal kurz geklärt werden, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde eine Woche lang in meinem Badezimmer eine Box mit Pink Noise einbrechen, würde wahrscheinlich meine Frau, meine Nachbarn und die ganze Umgebung durchdrehen. Ja, Badezimmer ist auch schlecht, da ist zu viel Raum halt wegen der Keramik. Ich glaube, mein Badezimmer ist so klein, Stefan, da ist nicht halt voll stumpf, so. Ich lege die halt, weiter. Ich habe mir so irgendwo so Schaumstoff besorgt, ja, so richtig dicken Schaumstoff, den lege ich hin und lege die Box dann halt wirklich auf den Bauch, also auf die Speaker rauf. Dann ist das gar nicht so schlimm. Also wirklich nicht.
Die wichtige Info für alle da draußen, für die Kinder vor allem, ist, die Kalotte muss wackeln. Wenn die nicht wackelt, bringt das alles gar nichts. Ja, ganz genau. Du musst halt Konfetti raufschütten und jeder hat immer relativ viel Konfetti-Vorräte zu Hause. Das ist wie Zucker und Butter, das ist klar. Und dann schüttest du rauf und guckst, wie das Konfetti fliegt. Und daran machst du fest, ob deine Kalotte vernünftig vibriert. Ab 1,50 Konfetti-Sprunghöhe passt. So. Aber tatsächlich, das habe ich viel gemacht. So, aber ich lande so oder so immer wieder bei den Vintage 30 und ich versuche die auch immer günstig zu kaufen. Und kauft die eigentlich am liebsten auch natürlich gebraucht, weil dann hat jemand anders mir die Arbeit im Normalfall schon abgenommen. Und am liebsten dann Modelle aus den 90ern oder sonst was. Und es liegt gar nicht daran, dass ich Angst vor den modernen chinesischen Produktionen habe. Ganz im Gegenteil. Es liegt einfach daran, dass die alt sind und die Chance wesentlich höher ist, dass sie halt schöner klingen und einfach softer oder nicht soft. Soft ist nicht das richtige Wort, so, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt einfach so harsch, finde ich. Genau, wenn du das ist einballerst, dann sind die immer noch mittig, aber nicht mehr so harsch, sondern einfach die Höhen sind ein bisschen weg, die Bässe sind ein bisschen weicher. Die Mitten kommen cremiger zum Vorschein. Hoffentlich hört uns keiner, ey. Nee, es ist wirklich so. Also ich kann das bestätigen, denn ich habe vor Jahren mit Kollege Philipp Opitz, an dieser Stelle viele Grüße an unseren hochgeschätzten Kollegen Phil O, der hat, waren das 9 oder 10 verschiedene Greenbacks damals organisiert und die haben wir in einer Marshall 1960 Box ein und ausgebaut. Das waren Creambacks, Greenbacks, Vintage Greenbacks und wir haben nach dem Durchtesten von 6 Stück, also wir haben immer wieder einen Loop laufen lassen, die Box war gleich aufgestellt, das Mikrofonabstand war auch gleich zu Kalotte und immer wieder ausgetauscht und dann einen Loop drüber laufen lassen, sodass wir auch sicherstellen konnten, dass derselbe Sound immer wieder durch die Speaker geht, durch andere Speaker geht. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass wir nach 5-mal Austauschen nichts mehr gehört haben im Raum stehend, weil wir einfach keinen Unterschied mehr gehört haben. Wir sind hier durchgedreht, aber nachher bei den Aufnahmen waren deutliche Unterschiede zu hören und es war krass, dass, ich glaube, es war die George Lynch Signature dabei, es war ein Eddie Van Halen Signature dabei, dass mir persönlich, und ich kann nur für mich persönlich, bin mir diesen Shootout sogar bei YouTube hochgeladen, man kann ihn, glaube ich, heute sogar noch finden bei YouTube auf unserem Channel, dass mir diese Creambacks und die Greenbacks, die in der Box verbaut waren, weil die schon 10 Jahre eingeballert gewesen sind, die haben mir am besten gefallen. Das macht einen großen Unterschied, voll. Also kann ich auch nur sagen. Also für mich ist das ist mein Gitarrensound, einfach Vintage 30s gemischt mit Greenbacks. Auch wirklich keine Raketenwissenschaft, so, aber das sind für mich, meine Lieblingsspeaker und das unterschätzen viele Leute. Na, die Leute geben tausende Euros aus für Mic Preamps, tausende Euros für Mikrofone, tausende für Kabel, aber die Leute unterschätzen, dass wie wichtig der Gitarrenspeaker ist. Das ist wie eine EQ-Schablone, die du auf deinen Sound legst und es sind Welten zwischen verschiedenen Modellen. So. Und das, ich muss sagen, das ist auch was ich in meinem Leben erst sehr, sehr spät begriffen habe und auch erst, als ich angefangen habe, ernsthaft Gitarren aufzunehmen. Wie, also ne, zum Beispiel dieser Standard-Speaker, der in den normalen Marshall-Caps kommt. Wie heißt der, Stefan? G12T75W. Exakt. Ich kann den Speaker nicht aufnehmen. Ich habe noch nie ein vernünftiges Ergebnis aus den Teilen gekriegt, weil die halt so scooped sind. Ne? Sie sind sehr basslastig, sehr höhenlastig und das mag auch live funktionieren, aber das greift in einem, dieser Speaker sitzt einfach nie in einem Mix, so wie du ihn brauchst. Der mag funktionieren, wenn du so große, epische Gitarrenwände für bauen willst, ja, aber für einen Gitarrensound, wie wir ihn als Rock'n'Roller mögen, funktioniert das einfach nicht. Mhm. Also für mich nicht. Ich krieg's nicht hin. Kann es komplett nachvollziehen. Mag auch die Vintage 30 tausendmal lieber. Ja. Wobei diese G12T75 live, wie du sagst, ziemlich geil sind. Ich habe für meine live ein X-Pattern, so 2-2. Danke, so, wollte ich gerade sagen, haben wir auch gemacht und hab dann und abgenommen habe ich immer den Vintage 30. Aber so auf der Bühne war dann hier X-Pattern. Ganz genau. So. Sehr und, geil. Kann ich auch nur allen empfehlen, also damit wirklich rum zu experimentieren. Und da muss ich Marcel auch recht geben, so im Raum hörst du nach einer halben Stunde sowieso nichts mehr, weil deine Augen, deine Ohren dann taub sind oder Matsch. Aber es macht einen riesen Unterschied. So, und gerade wenn die Leute zu Hause aufnehmen wollen oder ich kann nur empfehlen, so, und es kostet ja auch nicht viel, ey. Guckst du mal irgendwie gebraucht, Kleinanzeigen oder so, kriegst du einen guten eingespielten Speaker für 80 Tacken oder so. Also das ist wirklich nicht das Ende der Welt. Ja. Und wie gesagt, ich baue mittlerweile meine eigenen Cabinets so und ich habe alles von 1x10er, 1x12er, 1x15, 2x12er, 4x12er. Und da experimentiere ich dann natürlich auch viel mit, so, ne? Für die verschiedenen Sounds, die ich so brauche. Ja. Jetzt wollte ich was fragen, also was total intelligentes Fragen. Jetzt komme ich nicht mehr auf meine scheiß Frage.
Das fällt dir bestimmt wieder ein, Marcel. Ich stelle es mir mal noch richtig. Ja, bitte. Ist nicht irgendwie verrückt oder, ich weiß nicht, geht es denn auch so, dass, ihr kennt doch auch alle diese Foren, wo man dann mit Leuten über Sounds diskutiert und dann... Ich nicht. Also jetzt nicht mehr. Hanno redet mit keinem außer früher, mit seiner Frau. Aber dieses Genörde um Röhren, welche Röhren, wann, wie, wo und wie die Unterschiede sind. Und am Schluss schiebten die Leute das alles über eine Pissbox. Ja. Und das ist so, dann denke ich mir so, mein Gott, wenn die einfach, wie gesagt, 80 Euro einen Speaker austauschen würden, wäre der Effekt so groß. Die tauschen aber für 160 Euro gegen Nussröhren aus. Der Effekt ist vielleicht so. Ja. Ich muss sagen, dreht eine falsche Schraube. Ich habe auch bei den ganzen, insbesondere bei den Vintage-Fendern, habe ich extrem viel Tube-Swapping betrieben so und extrem viel auch richtig teure Röhren probiert, NOS-Röhren probiert und so. Und ich muss sagen, dass es auch wirklich wunderbare aktuelle Produktionsröhren gibt für einen 20 oder 30 Euro, die einen absolut Bombenjob machen. Und ich finde, also ich persönlich, also klar, ich habe ein, zwei Röhren, die wirklich teuer sind, die wirklich alt sind und die klingen auch hervorragend. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich würde zu 99% zum selben Gitarrensound kommen auf Band, gerade in der Aufnahme mit anderen gelayert, mit anderen Instrumenten gelayert, mit einer normalen Produktion so. Und da gebe ich dir vollkommen recht so. Und das Schlimme ist ja auch noch, die Leute meinen, den Sound zu beurteilen, oft auf Zimmerlautstärke. Das ist ja auch so, ja, nee, es klingt viel geiler. Und dann merkst du, ja, der wohnt auch in einer Einzimmerwohnung und meint jetzt so, wir können über Sound reden, ja. Wir können über Sound reden ab einer Lautstärke, wo die Bullen kommen. Dann können wir uns unterhalten. Ja. Alles dann darunter ist ganz gefährliche Kaffeesatzleserei. Ja. Bei allem darunter hat die Röhre auch nur die Hosen an und macht eigentlich noch nicht wirklich viel. Ab Polizei. Fängt die also wir können arbeiten. Ab Endstufenröhrensättigung, da können wir anfangen, uns zu unterhalten. So. Wird es aber schon ganz schön laut. Es ist ein ganz wichtiger... Das ist aber auch mit einem lauten Typen. Rock'n'Roll ist kein Lehnströhr. Oder wie genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau da wollte ich eben ansetzen, aber danke, Hanno, dass du das schon vorgelegt hast inhaltlich. Ich bin momentan hier in diesem Bürochen, in dem ich hier sitze, auch einer dieser, der zu Hause mit einem kleinen Kombo zockt. Und den direkten Unterschied merkst du, wenn du den mikrofonierst. Also der In-the-Room-Sound, den man physisch wahrnimmt, das ist was komplett anderes, als das, was nachher auf Band geil klingt. Und was im Raum nicht so geil klingt, kann aber auf Band sehr geil klingen. Ne? Also da muss man wirklich Unterschiede beachten. Und wer das völlig akribisch betrieben hat, liebe Zuhörer, ist der gute Richard Z. Kruspe von Rammstein, der sogar, um diesen Wechsel zu haben, das fand ich sehr abgefahren, aber ist auch ganz logisch, der hat so Roboter an seinen Cabinets, also an seinen Boxen angebracht, so Kräne, wo er die Mikrofone austauschen kann und dann aber immer vom Mixing Room aus halt steuern kann, sodass er nicht immer das Problem hat, vom Mixing Room in den Raum, in den Amp-Raum rennen zu müssen, da wieder den Sound zu hören und dann wieder rüber zu rennen, weil diesen Wechsel alleine von Stille nach Lautstärke, das ist immer wieder ein komplett anderer Sound. Und sobald du wieder im Control Room sitzt, sagt er, ist wieder alles weg und ist wieder alles anders. Dein Gehör gewöhnt sich immer wieder neu an den Sound. Wenn du aber den Recording-Sound pur haben willst, das ist ja das, was du auch meintest, dann hört euch die Aufnahme an. Das ist entscheidend. Das Ergebnis auf der Aufnahme ist entscheidend und nicht das, was ihr physisch hört im Raum. Ja, und man muss halt auch, immer sehen, dass man nimmt ja keine Platte auf, wo man nachher nur eine Gitarre alleine hat und nichts anderes, sondern man muss halt auch immer in dem Moment, wo man seinen Sound einstellt, das auch immer schon ein bisschen Kontext sehen. Das unterschätzen halt auch viele Leute, dass die Instrumente ja auch Platz füreinander lassen müssen, so gerade in einem fertigen Mix, so, ne? Und dann gibt es halt Frequenzen, die musst du auch nicht zwangsläufig mit deiner Gitarre alle einfangen, so, und willst du vielleicht auch bewusst ausklammern, so. Also so arbeite ich, dass ich schon vorher sehr genau weiß, wo will ich welches Instrument im Mix nachher sitzen haben. Ist aber auch ein schlauer Ansatz, der ja eigentlich auch für live gilt, weil der fetteste Gitarrensound allein ist live halt meistens scheiße, weil der zu viele Frequenzen beansprucht. Also so ein knackiger 800er, der klingt halt allein vielleicht ein bisschen bröselig, aber wenn du den mit einem Bass und einer zweiten Gitarre kombinierst, klingt es halt einfach fett. Yeah. Es geht um Mitten. Wir sind mittige Typen, wir sind Durchschnittstypen, wir sind mittelprächtige Typen, klar. Wir sind Gitarristen, wir interessieren uns für Mitten und alles andere, und dann kommt ganz lange erstmal gar nichts. Und wenn die Mitte nicht geklärt ist, ja, da muss man es überhaupt nicht unterhalten. Die Mitte, der Sound kommt aus Mitte der Mitte. Finden. So. Die goldene Mitte. Ja, genau. Das wäre jetzt gerade mein Stichwort, weil du bist ja nicht nur Gitarrist, sondern du bist gleichzeitig bei Manta auch letzten Endes Bassist. Das heißt, die Bassfrequenzen müssen und wollen auch bedient werden. Wie hältst du das denn bei den Aufnahmen auseinander? Oder hältst du es gar nicht auseinander?
Doch, da halte ich natürlich auseinander. Wie gesagt, ich splitte mein Signal über drei Wege. Zwei Gitarren und einen. Ich habe ein ganz normales, wie jeder Bassist auch, ein Bass-Deck, was ich sowohl live als auch im Studio spiele. Spielst du es live im Studio gleichzeitig? Ja, absolut. Okay. Ja, absolut. Das wäre auch sonst... das wäre auch gegen den Sinn von Manta. Also ich versuche natürlich, dass wir nehmen schon so auf, wie wir auch live spielen. Also zu 90%. Ja, okay, das passiert. Also das Grundgerüst eines Manta-Songs, egal ob das eine Coverversion ist oder unser eigenes Material, ist immer alles wie auch live. Das heißt, ich spiele Minimum 3 Amps gleichzeitig und die sind dann halt aufgeteilt auf das ganze Frequenzspektrum und dazu gehört dann halt auch eben Bass-Stack. Das ist normalerweise eine 8x10er. So, mhm. für die Coverplatte habe ich also einen 6x10er gespielt. So mochte ich nicht so gern, weil die ported ist so, aber eigentlich eine klassische Ampeg 8x10er. Und die nehme ich dann mit dem Kickdrum-Mikrofon ab und auch mit dem 421er, mischt das. Darf ich kurz einhaken? Was meinst du mit ported? Ich weiß nicht, wenn der 612er in der 6x10er von Ampeg, da ist unten ported, das bedeutet, da sind so Bassreflexlöcher drin oder so, Jungs, Bassreflexöffnung. Ganz genau so. Okay. Eine klassische 8x10er ist ja sealed sozusagen, die ist komplett geschlossen und damit halt auch deutlich mittenlastiger. Und das ist eigentlich das, was ich deutlich bevorzuge, so für meinen Sound. Liebe Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe gerade was dazugelernt, ja, wusste ich nicht. Ja, macht ja nichts. Ich gestehe mein Unwissen. Jeder Jack ist anders. So. Und, ja, das ist richtig. Aber das ist ein großer Unterschied tatsächlich und vor allen Dingen für meinen Gitarrensound, da ich ja meine Gitarren über diese besagten Bassboxen spiele, weil so ein Ported Sound wird sehr gerne schon mal sehr, sehr mulmig, was, wenn du in einer Reggae-Band spielst, nicht weiter schlimm ist. Wenn du aber bei Manta spielst, müssen ja selbst die Bassfrequenzen noch sehr, sehr formbar sein. Also sprich sehr gezielt greifbar sein, sowohl vom Mikrofon als auch am Mischpult nachher und nachher im Mix sitzen. Und das heißt, und dafür ist eigentlich ein 10er ein perfekter Speaker, deswegen benutze ich für meinen Bass auch keine 15er oder so, sondern immer ein 10er, weil die sehr schnell reagieren. Du musst dir vorstellen, wenn du über einen Oktaver oder so spielst mit einer Gitarre, dann noch über einen Verzerrer, auch ein Big Muff, ein russischer Big Muff, den benutze ich für meinen Bassbereich so. Und dann über eine Box aufnimmst, ich benutze ja auch kein DI, sondern wirklich nur reines Mikrofonsignal für den Bassbereich, was eher selten ist, aber ich mache das so und da muss der Speaker sehr schnell funktionieren, damit der auch bei schnelleren Gitarrengriffs nicht einfach nur macht, sondern halt auch noch funktioniert und du selbst in der Bassfrequenz noch das Riff raushören kannst. Und aufnehmen, das kulminiert dann alles bei welcher Software? Also ich beschäftige mich jetzt gerade auch mehr mit Home Recording denn je, das ist gerade die Zeit auch, viele Leser machen das gerade auch mehr. Völlig egal, machen alle das Gleiche. Ich benutze Logic und bin da auch wirklich überhaupt kein Wizard drin, sondern ich benutze Logic eigentlich außer die Schneidefunktion vielleicht ganz genauso, wie ich jahrelang meine analoge Fostex B16 Bandmaschine benutzt habe und dann später mein Alesis HD24, den ich immer noch als Wandler benutze. Also für mich geht es nur um die reine Mehrspurmöglichkeit, ich benutze das Programm so rudimentär wie überhaupt möglich. So einfach, weil ich dieses Bandmaschinen-Feeling brauche. So, ich benutze, und das ist für mich das Programm, was ich immer hatte und was ich gelernt habe, dabei anderen Leuten über die Schulter zu gucken. Aber egal ob Logic oder Cubase oder Reaper, was umsonst ist, die machen alle genau das Gleiche. Okay, wir haben durch kurz nochmal wissen. Ich hätte die Platte exakt 1:1 auch genauso mit Freeware aufnehmen können. Also das ist schon wichtig, so glaube ich, zu sagen, weil viele Kids da draußen haben halt eben nicht 25 Mikrofone, sondern vielleicht nur ein 57 und GarageBand. Und ich, Alter, echt, was, what a time to be alive. Du kannst unglaubliche Platten machen. Was aber ganz wichtig ist, ja, also mit Freeware, und wenig Equipment, was aber ganz wichtig ist, da habe ich mich neulich mit einem Kumpel drüber unterhalten, dadurch, dass natürlich alles erhältlich ist und alles immer machbar ist, durch so viel Equipment und halt auch Freeware da draußen, gibt es natürlich auch unglaubliche Scheiße. Das ist der Nachteil, so, weil es alles so inflationär genutzt wird. Aber es ist halt auch einfach fair, weil dadurch, dass jeder jetzt irgendwie für 25 Mark zu Hause Platten machen kann, muss deine Platte halt auch gut sein und nicht einfach nur geil klingen, sondern du musst halt einfach, wenn du jetzt nicht mit wirklich guten Songs und guter Mucke um die Ecke kommst, entlarvt man sich sehr, sehr schnell selbst. Weil guter Sound täuscht nicht über eine schwache Band hinweg. So, und das ist dann voll. Auch wieder. Ja, du blendest halt nicht mehr durch eine fette Produktion, weil die hat eigentlich im Prinzip, wenn die heute nicht hast, die fette Produktion, dann läuft eh schon was falsch, weil die kannst du eigentlich selber machen im Prinzip.
Ganz genau, und das kann man auch selber lernen. So, ne? Das muss man nur wollen, genauso wie alles. Jeder kann ein guter Bäcker werden, jeder kann ein guter Produzent, ein Engineer werden, jeder kann ein guter Fußballer oder Skateboarder werden. Du musst es halt einfach nur wollen und nicht denken, dass da die... Und das ist das Problem bei den Digital Audio Workstations. Du kaufst es oder du kriegst es umsonst oder so und es hat 478.000 Funktionen, von denen ich persönlich 99,9% nicht brauche. Oh, Marcel, und Kinderfinger sind immer sehr schnell dabei. Ja? Sie spielen mit Feuer und Scheren und fassen auf die heiße Herdplatte und drücken auch gerne viele Knöpfe. Ja? Und das habe ich mein Leben lang auch gemacht, habe mich viel zu oft verbrannt. Deswegen benutze ich nach wie vor auch 2020 meine Digital Audio Workstation immer noch wie eine analoge Bandmaschine. Ende aus. Ja, das ist nichts gegen einzuwenden. Stefan, haben wir noch irgendwas Recording, und Hanno, haben wir noch irgendwas Recording-Technisches zur neuen Platte Grunge Town Hooligans 2 vergessen? Zu erwähnen. Keine Ahnung, also wie gesagt, wichtig ist sowohl bei den Drums halt auch bei den Gitarren so viel Raumsound, so, ne? Also schafft euch eine Klangatmosphäre, die euch gut gefällt, und wenn ihr findet, dass die jetzt mal von den Direct Close Mics abgesehen, unterschätzt nicht, was ein gut klingender Gitarre, also ne, Leute sagen ja Gitarren, Close Mic, es macht einen riesen Unterschied, ob die Gitarre, der Amp in einem total toten Proberaum steht, ja, mit Teppich und Eierpappen und so eine Scheiße, oder in einem schön klingenden Wohnzimmer. Und dann im Zweifel lieber mal die Nachbarn fragen, ist es okay, wenn ich jetzt heute mal 2 Stunden laut bin, geht das klar, und mal irgendwie einen Sechserträger Bier vorbeibringen und mal einfach freundlich fragen, weil es macht einen riesigen Unterschied. So, auch bei dem Close-Miking, aber auch vor allen Dingen mit den Raum-Mics, mit den Ambient-Mics. So, ich habe zum Beispiel teilweise Mikrofone in der Küche noch gehabt, im Nebenraum, weil es da einfach einen schönen Frequenzbereich noch eingefangen hat, den ich sehr gut dazu mischen konnte. So. Und das, was ihr so schön findet, worüber wir reden, Rock'n'Roll, alles kommt aus der Mitte und Tube Screamer und JCM 800, all das wird eigentlich erst richtig schön, wenn man nicht direkt mit dem Ohr an der Kalotte hängt, sondern irgendwo im Raum steht. Das ist das, was ja auch unsere Klang- und Hörästhetik bestimmt. So, ne? Voll, ja. Und gutes Beispiel ist für sowas natürlich halt auch immer, ey, Back in Black, AC/DC, es sind teure Neumann-Mikrofone, ja, aber was man hört, ist eine richtig geile Gitarre in einem richtig schönen Raum. Yeah. So. Und das ist, hört euch das an, so, und das ist machbar, auch für weniger Geld, so, aber man braucht ein gutes Ohr und man braucht auch Zeit und man muss das wollen und man muss da Liebe zum Detail, so, aber ey, wir sind Nerds, so, weißt du, wenn wir eins haben wie Sand am Meer, ist das Liebe zum Detail. Das fasst es ganz schön zusammen. Ich würde an dieser Stelle sagen, that's a wrap, nicht von dem Podcast an sich, sondern zum Thema Recording. Wer das von euch nochmal genauer wissen möchte, der kann das in einer exklusiven Kolumne, die Hanno in der Gitarre 820 uns und euch kredenzen wird, nochmal genauer nachlesen. Soll heißen, der Hanno wird sich jetzt die Tage nochmal netterweise vor euch hinsetzen und den Aufnahmeprozess Mikrofonierung nochmal zusammengefasst euch erklären in der kommenden Ausgabe. Was ich jetzt noch machen werde, ist mit dem Hanno noch ein bisschen über die EP selber zu sprechen, wie die Idee dazu entstanden ist, was der Auslöser gewesen ist, warum Coverversionen plötzlich von Mantar kommen und warum das wahrscheinlich endlich gute Songs von Mantar sind. Das kann uns der Hanno jetzt erklären. Stefan, möchtest du dem noch beiwohnen oder... Sehr gerne, sehr gerne. Okay. Ich habe auch ein paar Fragen noch. Also dann, sehr gut. Sehr dann, gut. Ganz wichtig. Dann, voll geil. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zur EP, die ich Congratulations extremst geil finde. Ich habe da heute auch schon mit angegeben. Ich habe es in so einem Facebook-Forum gepostet. Nennt sich Vinyl Love und es ist erstaunlich cool angenommen worden. Einige fanden die EP streckenweise besser als die letzten beiden Mantar-Alben. Okay, nach ich auch. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ja, ich mache Spaß. Aber interessant war zu sehen, dass der Ansatz dieser EP inhaltlicher Natur, also was die Stilistik anbetrifft, doch etwas außergewöhnlich oder zumindest überraschender für euch oder für viele Fans sein dürfte, die sie euch sonst eher so im Sludge, Doom oder Noise-Genre verortet haben. Erzähl doch mal, wie es zu dieser Auswahl an bunten Songs gekommen ist, lieber Hanno. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, du hast das ja eigentlich schon angerissen. Ne? Viele Leute erwarten uns natürlich immer in einem bestimmten Szene-Kontext und halt ein bisschen allgemeiner gefasst, halt auch immer so, ja, Mantar ist eine Metal-Band, so, ne? Und das ist auch total okay für mich, denn ich höre sehr gerne Heavy-Metal-Musik, genau wie ihr auch. Aber ich glaube nicht, dass wir eine Heavy-Metal-Band sind und ich glaube auch nie waren, obwohl wir vielleicht sicher auch in unserer Jugend und heutzutage auch viel Metal gehört haben und immer noch hören. War unsere musikalische Sozialisation doch eher eine andere und aus die Ecke, wo wir herkommen. So, Rinsch und ich haben uns in den 90ern getroffen, Rinsch schon ein paar Jahre älter als ich
Und der hat diese ganzen Grunge-Heydays wirklich miterlebt als Teenager. Weißt du, so MTV, Headbangers Ball, der ist in Plattenladen gegangen und dann waren da irgendwelche Soundgarden, Nirvana-Aufsteller, so das war das Ding so, ne? Mhm. Und dafür war ich natürlich ein bisschen zu jung. Aber wie das so ist mit älteren Freunden, entweder wird man begrapscht und missbraucht oder man kriegt geile Plattentipps. So. Man auch beides, ne? So, ne? Und ich hatte Glück von Irin tatsächlich. Hast du mehr Platte bekommen, Gott sei Dank. Ich habe mehr Platte bekommen, so. Und gute Tipps. Okay. Ey, durfte ich das sagen? Wir können das auch rausschneiden. So. Ja, hier ist alles erlaubt. Also Triggerwarnung, liebe Freunde. So, ne? Bestraft und, werden wir später. So, Haus raus. Schon gelaufen ist. So, was ich sagen wollte, und Irinsch hat mir dann besagte Musik doch wirklich nahegelegt, so, ne? Weil ich kannte klar Nirvana, irgendwie mit Soundgarden, Pearl Jam konnte ich überhaupt nichts anfangen. Es war so für mich auch als Teenager schon irgendwie so relativ langweilig. So Nirvana fand ich geil, weil das irgendwie aggressiver war für mich. Und dann kam er halt an mit Melvins und das hat zum Beispiel mein Leben verändert, so, ne? So Stoner Witch, Houdini, so diese Platten und oder halt aber auch Matt Honey, so dieses rotzige, rock'n'rollige. John Spencer Blues Explosion hat er mir gezeigt. Ja. So, ich war immer schon sehr, sehr punk-affin. Und dann so Bands kennenzulernen, die halt eben nicht hier ficken sie auf und nicht zur Arbeit gehen, finde ich auch geil. Lebe ich heute noch nach dem Motto, so, aber sondern das war nicht so. Dieses ganze Grunge-Ding wirkt für mich zum Beispiel nicht so mega imagebeladen, wie jetzt zum Beispiel so Klischee-Punk oder so. Und das fand ich geil. Und dann auch gerade diese Female-Bands aus der Zeit, Babes in Toyland, Bikini Kill, L7, haben mich sehr beeindruckt. L7, Hungry for Stink zum Beispiel, die hat bestimmt ein Jahr meinen Walkman nicht verlassen, weil ich kannte keine, also außer Joan Jett oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Bands, die ich wirklich gefeiert habe, wo die komplett aus Frauen bestanden. Das hat mir sehr imponiert. Und dieser leicht hysterische, aggressive Gesang fand ich halt auch immer geil, weil das meiner eigenen Stimme vielleicht relativ nahe kommt. Wie gesagt, da kommen wir musikalisch her, um deine Frage endlich zu beantworten. Da haben wir gedacht, so, ey, wenn wir mal Coverversionen machen, vielleicht, wenn wir ein bisschen müde vom Geld zählen, von dem ganzen Manta-Platten, jetzt machen wir was uns selber unterhält. Und dann haben wir gedacht, können wir uns so richtig wichtig machen? Ja, geil, so Grunge. Ich bin ja froh, dass viele immer halt so die üblichen Verdächtigen Nirvana und Soundgarden und Pearl Jam, die sind es aber nicht auf der EP geworden, sonst sind eben halt die Riot Girl Bands und L7, ist auch ein Sonic Youth Song drauf. Ich finde, ihr habt es enorm frisch eingefangen und es ist cool, weil mir streckenweise, wir haben schon beim letzten Podcast darüber gesprochen, kein riesen Sonic Youth Fan. Ich finde die Version besser als das Original von euch. Das haben wir oft gehört, dass es vielen Leuten bei diversen Songs so gab. Das hat mehr Sack. Also, ne, so Riot Girl Band mit Sack. Darf man das sagen? Ja, darf man nicht sagen, ne? Nach dem, was der Hanno bisher gesagt hat, kann man Sack auf jeden Fall sagen. Sack, gar kein Problem. Das ist nicht negativ gemeint. Es ist auch nicht, dass wir jetzt die nächste Gender-Diskussion führen müssen, aber es ist absolut nicht frauenfeindlich gemeint, sondern im Gegenteil. Es hat halt einfach ziemlich Power, so, ne? Und da können wir auch nicht aus unserer Haut. Wir sind ja eine Band, die ja dem Abriss an sich nicht abgeneigt ist. Das ist ja bekannt und wir hauen schon gerne mal auf die Kacke. Und es wäre ja albern gewesen, wenn wir jetzt versuchen, irgendwie Bands nachzuspielen und dann bewusst selber an die Leine zu legen und sagen so, hey, Irin, mach mal ein bisschen locker hier. So, darum geht's ja nicht, sondern es geht ja, eine gute Coverversion ist ja nicht nachspielen, sondern interpretieren. Exakt. Und genau darum ging es so. Und dann zeigen, ey, womit sind wir aufgewachsen, aus welcher Ecke kommen wir her? Und das ist die Musik und die hat uns geprägt und die hat auch eine große Mitverantwortung, Mitschuld, warum Manta so klingen, wie sie klingen. Und wenn wir die Originale spielen, klingt es übrigens so. Das, manche Leute finden es gut, manche vielleicht nicht so gut. Ich finde es übergeil. So, und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Ding. Und wie gesagt, für mich hat das natürlich auch so zwei Sachen. Einmal Hommage natürlich und, was von sich preisgibt. Wir haben ja den einen oder anderen Fan mittlerweile, wofür ich sehr dankbar bin. Und gerade halt auch junge Leute und auch aus dem Metal-Segment. Und für mich hat eine Coverplatte halt auch immer einen Bildungsauftrag. So, ne? Und dann kriegen sie mit vielleicht, hey, Alter, ich finde nichts cooler, als wenn ihr jetzt vorstellen, da ist jetzt ein 16-Jähriger mit einem Slipknot-Shirt oder mit einem Sabaton-Shirt oder irgendwie sowas, ja, der Manta mal auf dem Wacken gesehen hat und irgendwie ganz cool fand. Und jetzt hört er die Grunge Town Hooligans 2 und kauft sich morgen eine Sonic Youth-Platte. Das ist ein Bild in meinem Kopf, die mir sehr gut gefällt, weil nichts ist besser, als sich musikalisch weiterzubilden. Muss auch nicht auf alles jeden Fall. Und ich finde auch nicht mehr alle Bands gut, die ich vielleicht vor 10 Jahren gut fand oder so. Aber stimmt. Nichts ist besser als, also nichts ist schlimmer als so komplett immer so Szene-Inzest, Inzucht. So, weißt du, wenn du nur, ich höre nur das und das, gerade als aktiver Musiker. So, wenn man Leute überraschen will,
wie gesagt, lass auch was zu. Und ich glaube, wir haben die Leute auch überrascht, weil ey, die Leute kommen so, oh, dann covern die bestimmt hier Black Sabbath und Pantera und Black Flag und hast du nicht gesehen, ey, big fucking news. Wenn du schon weißt oder glaubst, was wir covern würden, dann haben wir ja unser Ziel als Band schon mal verfehlt. Sondern wir sind Künstler, wir sind dafür da, Leute zu unterhalten. Und ja, das wäre nichts wäre alberner gewesen als jetzt so, entweder, wie du auch schon gesagt hast, so jetzt spielen wir Smells Like Teen Spirit und irgendwelche anderen Gassenhauer nach oder halt Bands, die eh jeder erwartet. Und dementsprechend war das, glaube ich, ganz gut, so unsere Bandauswahl, weil die meisten sagen, selbst wirklich Musikkonnoisseure und Kenner, so, ja, ey, bestimmt 50% der Band kenne ich nicht. So, und das ist dann geil, weil vielleicht lernen sie dadurch kennen und schätzen. So. Total. Ich finde es geil, dass du das Wort den Auftrag Unterhaltung auch mit Überraschung gleichsetzt, weil ich glaube, viele wollen nur konsumieren. Das sind die Typen, die quasi nur Manowar hören oder Bands, die klingen wie Manowar. Oder ey, und nichts gegen Manowar. Ne? Ja, nichts, lass mich aus. Oder AC/DC und Bands, die klingen wie AC/DC und nichts gegen AC/DC. So. Ganz gegen Manowar, puh, aber gegen AC/DC, no way. Was ich meine, ist so, dass man sagt, das gehört dazu, dass man die Leute mal überrascht und nicht nur. Dass sie nicht nur Konsumverhalten bei einem selber befriedigen können. Genau. Das finde ich cool als Ansatz. Ja, auf jeden Fall, weil, gut, aber andererseits, ne, jeder Jack ist anders, jeder Jack ist gleich. Letztendlich ist es den Leuten ja auch selbst überlassen, so ob sie, aber ich persönlich freue mich von Bands manchmal überrascht zu werden. Und ich meine, diese Coverplatte, die wir jetzt gemacht haben, wir haben 3 Platten gemacht, die alle sehr gut angekommen sind und dafür sind wir sehr dankbar. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir müssen uns, ist für uns auch persönlich wichtig, uns mal, ich will mich überhaupt nicht von dem Manta-Sound freischwimmen, ganz im Gegenteil. Wir kommen zurück nächstes Jahr wahrscheinlich mit einer neuen Platte, die natürlich auch extrem auf der Kacke hauen wird. Da gibt es überhaupt gar keine Diskussion so. Aber wir hatten für uns als Musiker einfach das Gefühl, hey, wir haben jetzt in 5 Jahren 3 Platten gemacht, eine EP, eine Live-Platte, lass mal Musik machen, die wir gut finden. Lass mal ein Mini-Album machen. Nee, aber lass uns mal irgendwie irgendwas machen, so was uns unterhält. Wie sagt man, bei Laune halten. Das war ein sehr wichtiger Moment, auch in der Psychologie der Band, die ja in wenigen Jahren wirklich extrem viel getourt ist, überraschend zu Berufsmusikern geworden sind, viel Output hatte, dann auf einmal chartrelevant wird, was das Absurdeste überhaupt ist, dass wir mit der Mucke überhaupt, wie viele Platten wir verkaufen mit dem Zeug, was wir machen. So. Und da haben wir, Irin und ich, gesagt, weil wir sind ja am Ende des Tages A, selber Fans, Musiker aus Spaß an der Freude und nicht aus Berufswegen in erster Linie. Und da haben wir natürlich, und Freunde, und wir sind mit dieser Musik aufgewachsen. Aber also, ey, lass uns doch mal irgendwie was machen, wo wir Bock drauf haben jetzt. Nicht, dass wir keinen Bock auf unsere eigene Mucke haben, aber das war ein Geschenk an uns selbst. Um ich finde es total super, weil mit dem Ansatz, euch selber überraschen zu wollen, überrascht ihr in der Tat auch halt die Zuhörer. Und ich finde, um nochmal eine Lanze für gute Coverversionen zu brechen, ich finde, das Gute einer Coverversion oder einer guten Coverversion ist, Doppelpunkt, dass man, wie du es schon gesagt hast, Bock hat, das Original zu hören und es nochmal abzugleichen. Und da, um dann festzustellen, dass man das Original besser findet oder das Remake besser findet oder vielleicht beides gleich interessant findet im besten Fall. Ich habe da ein berühmtes Beispiel. Eine Coverversion von einer meiner Lieblingsbands Pantera, nämlich Hole in the Sky von Black Sabbath, hat dazu geführt, dass ich die komplette Sabotage, auf der Song im Original ist, nochmal für mich neu entdeckt habe. Und festgestellt habe, oh, Sabotage habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ich finde beide Versionen geil. Ich finde die von Pantera geil, die Hole in the Sky Version. Ich finde die aber auch von Black Sabbath tierisch. Und ich finde die ganze Platte tierisch. Und ich hätte die Platte, glaube ich, nicht nochmal so für mich entdeckt, wenn die Bands Pantera nicht so viel Liebe da reingesteckt hätte, aber das in die Coverversion. Ganz genau. Und Pantera kaufe ich das zum Beispiel auch total ab, dass ihre Liebe für Black Sabbath. So voll. So, ne? Und das ist halt das Ding. Es wäre auch albern gewesen. Natürlich bin ich großer Slayer-Fan, finde ich total geil, aber ich bin jetzt nicht so großer Slayer-Fan, dass ich jetzt meinen Slayer covern zu müssen, als Beispiel. Und das wäre für mir auch zu einfach gewesen. So, ey, Manta, komm jetzt so mit Metal-Gassenhauern um die Ecke. So, Rainblood, oh, big fucking news. Also, ich meine, wen interessiert es? Wirklich keinen. Und ich glaube auch, dass, wie gesagt, ich meinte das ja, Songs müssen in sich ja eine gewisse Interpretationsmöglichkeit auch bieten, Spielraum bieten. Und es gibt halt einfach Songs, die sind in sich so geschlossen, so charakteristisch auch für das, was sie sind, dass man, also es, wir haben ja eine große Liste gehabt, was spielen wir jetzt, was wollen wir probieren, und bei manchen Songs müssen wir auch feststellen, die kann man nicht besser machen, also die kann man nur schlechter machen, man kann nur verlieren, so und dann. Hast du ein konkretes Beispiel, was da auf eurer Liste stand und dann rausgeflogen ist? Nicht so, ja, warte mal, lass mich mal überlegen,
Also wir haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Catholic Schoolgirls Rules von der ersten Red Hot Chili Peppers Platte. Funk, Punk, ne? Und dann merken wir so, ja, das können wir machen. Aber das klingt im Prinzip genau wie das Original, nur ein bisschen schlechter, weil wir eben nicht ein 17-jähriger Anthony Kiedis sind, so, sondern zwei altbackene Spinner so aus Hamburg. So. Entschuldigung, und, Berufsjugendliche. So, ja, Berufsjugendliche, bitte. Entschuldigung. Also, ja, genau. Und, das waren offensichtlich, sowas haben wir probiert, so, oder Fang, Money Will Roll Right In. So, konnten wir auch nicht besser machen. So, Oder wir haben tatsächlich, aber das will ich noch nicht verraten, das kann man vielleicht irgendwann mal anders so, aber ich bin zum Beispiel, jetzt hat er sich fast wieder verraten. Schade, wir hätten ihn fast bekommen. Verdammt. Also zum Beispiel, ich sag's ganz klar, pass auf, ich sag's ganz klar. Ich hätte gerne Lips Like Sugar von Echo and the Bunnymen hätte ich gerne gespielt, aber das ist so, also da weine ich bei dem Lied und ich hatte Angst, dass ich bei meiner Version nicht weinen muss oder weinen muss, weil sie so scheiße ist. Da haben wir auch gesagt, ey, hier lasse ich die Finger von, einfach aus Respekt vor dem Original. Mhm. So, und nicht, dass ich die anderen Künstler nicht respektiere, aber wenn ich mir L7 anhöre, die sind Grund, warum ich heute Musik mache mit. Ich finde, da habe ich auch bis zu einem gewissen Grad das Recht, dem Tribute zu zollen. So, ja, klar. Und ey, wie gesagt, viele Leute haben gesagt, so, ey, Manta, ich bin kein Fan von den Bands, aber so wie ihr das umgesetzt habt, also es gab einige, die Leute gesagt haben, ich kann da mehr anfangen, so mit in dem Manta-Sound als mit den Originalen. Du sagst ja auch so, du bist jetzt kein, ich verstehe schon, wenn Leute kein Sonic Youth-Fan sind, so, ne? Weil das ist eine sehr komplizierte Band. So. Und ich höre mir die jetzt auch nicht jeden Tag an. Aber ich muss gerade sagen, das kann man schon hören, so, keine Frage, habe ich auch viel gehört, wo ich etwas jünger war, aber es sah einfach auch sehr sperrig mitunter. Also, ne, ja, ich meine, das ist auch ganz normal, warum wir 100% gecovert haben. So, ne? Also das ist ja auch, ich würde sagen, der rockigste, smash-hittigste Song, den Sonic Youth überhaupt ein Angebot hat. So. Ja, genau. Und wir sind ja auch selber Popschweine. Wir machen ja auch gerne einfache, zugängliche Mucke. So. Und wir wollen ja auch Rock'n'Roll und keine Kunst machen. So, das müssen wir auch ganz klar sagen. Und das sage ich auch sehr selbstbewusst. So. Das sollen dann andere machen. So, don't aber bore nicht, us, get to the chorus. Oder wie war das? Ja. Ja. Der Witz ist aber, dass viele Leute und auch berühmte Rockstars, die das von sich behauptet haben, tatsächlich Kunst gemacht haben, obwohl sie Pop machen wollten. Und finde ich, und dazu gehören die Beatles, dazu gehören auch Kiss, die das immer wieder rausgehauen Manta haben. Darf man da nicht vergessen. Und Manta gehören natürlich auch dazu. Klar, ja? Also sie sind ja eigentlich in einem Atemzug sowieso zu nennen. Ja, ja, ihr seid ja jetzt ähnlich wie andere berühmte Macher, muss man sagen, bist du ja auch Label-Owner jetzt. Also ihr habt keinen Vertrag mehr mit einer großen Record-Company, sondern Manta Recordings heißt dein Label. Wie fühlt man sich jetzt, wenn man angekommen ist, sag ich mal, in den oberen 10.000 von Beverly Hills? Als Labelbesitzer? Wie gesagt, so, also ne, ich musste, also ich bin hier in der oberen Etage meines Hauses, ich musste wirklich durch so eine Art Geldspeicher schwimmen. So, ne? Weil ich konnte so schnell, ich kann überhaupt nicht so schnell anbauen, wie ich das Geld unterbringen muss. Ja, das habe ich mir fast gedacht, ja. Das ist ein Problem, aber das lange, ist echt brutal, ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden auch in Zukunft vielleicht wieder mit anderen Plattenfirmen zusammenarbeiten, aber unser jetziger Vertrag ist ausgelaufen und wir haben uns da mit einer Top-10-Platte verabschiedet. Ich glaube, das ist nicht unbemerkt geblieben und dementsprechend ist es natürlich nicht so, als würden nicht Plattenfirmen die Band gerne wieder signen wollen. So, aber wir haben gedacht, so, ey, wenn wir schon mit so viel besagter Liebe zum Detail rangehen und in erster Linie ein Geschenk für uns selber machen wollen, indem wir irgendwie Musik spielen, mit der wir aufgewachsen sind, so, irgendwie fühlte es sich richtig an zu sagen, so, ey, wir machen das komplett Homeground, wir hauen das über ein eigenes Label raus und da kam die Idee mit dem Independent Major Label Manta Recordings ich find's super. Zusammen und es war auch ein bisschen so ein Testballon, wie weit kann man in der mit DIY, Do-It-Yourself Spirit 2020 in der Musikbranche gehen, wenn man Berufsmusiker ist und darauf angewiesen ist, Merch zu verkaufen und Gigs zu spielen, weil man davon lebt, so, ne? Und die Frage ist natürlich schon interessant, wie viel kann man, na, weil so ein Typ wie ich habe die Zügel natürlich gerne in der Hand und die Ringe sicherlich auch und wir kommen da ja auch weg, so mit diesem ganzen Punk-Ethos und Do-It-Yourself und so und dementsprechend war das für uns natürlich auch immer eine Idee, wie weit können wir gehen, wenn wir sagen, ey, wir machen jetzt wirklich alles alleine. Mhm. Und in erster Linie ist die Quintessenz ist apokalyptisch viel Arbeit. So, und wegen Geld muss man mal gucken. So, ein paar Platten sind schon über den Tisch gegangen. So, die eine oder andere werden wir hinterher vielleicht verkaufen. Muss aber auch sagen, nochmal, diese EP ist ein Freizeitprojekt gewesen und dementsprechend war schon klar, also dass da jetzt nicht
da hängt jetzt nicht unsere Zukunft dran im Sinne von finanziell oder sonst was, sondern ich hätte diese Platte auch gemacht, hätte ich die Garantie gehabt, ich verkaufe davon 50 Stück, hätte ich sie trotzdem gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Und ich habe sehr viel damit gelernt, nicht zuletzt mit dem Thema, wo wir zuvor drüber gesprochen haben, was den ganzen Engineering-Produktionsprozess, und ich glaube nicht, dass ich persönlich mit im Manta-Kontext dazu rückkehren werde, das glaube ich zumindest jetzt nicht, wieder in großen Studios auf oder teuren Studios aufnehmen zu wollen. Und auch, ich weiß am Ende des Tages, ohne dass das arrogant klingt, ich weiß in diesem Fall, ich bin ja auch keine 20 mehr oder so, ich weiß schon, was das Beste für meine Band ist. Und ich habe sehr klare Visionen und bin damit, glaube ich, auch in den letzten Jahren ganz gut gefahren. Und ich glaube, das Recht hat man dann auch einfach zu sagen, ich mache das eh so, wie ich will. Und ich finde es doch punkig, ich finde es geil, einfach zu sagen, so ey, ich mache das zu Hause. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Nee, und da muss aber ich der Hildebrand hat noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage. Ja, bitte. Warum Grungetown Hooligans 2? Also richtig, berechtigte Frage. Ja. Ey, ganz ehrlich, uns ist einfach kein beschissenerer Titel eingefallen. Mega. Es war wirklich so, wenn man eine Coverplatte macht, das ist eigentlich schon total schizo an sich, sich ernsthaft hinzusetzen und zu überlegen, wir machen eine Coverplatte, was auf dem Material von anderen Bands basiert und sich selber einen total tollen und wichtigen, bedeutungsschwangeren Namen auszudenken. Und das haben wir eine Stunde lang versucht und dann haben wir gesagt, ey, wer sind wir eigentlich, dass wir hier versuchen, anderer Musikers Babys irgendwie ein neues Kleid zu verpassen und dann auch noch umgehen zu wollen. Und dann kam ein besoffener Kumpel tatsächlich hinten im Auto, Alter, nennst doch Grungetown Hooligans 2. Und das war wirklich das Beschissenste. Also wir haben mega. Wir haben das gefeiert. Wir haben nach 2 Wochen später immer noch drüber gelacht und haben halt gesagt, so, ey, ja, okay, das lassen wir. Und dann auch 2 ist natürlich einfach, weil es noch beschissener als Grungetown Hooligans alleine klingt. Also wir können das auch mal die Katze aus dem Sack lassen, ja, Stefan. Der Stefan, der Zeppenfeld und ich sind seit Jahren... Seit Jahrzehnten fast schon. Seit Jahrzehnten beinahe an der Idee dran, heimlich eine Doom-Sludge-Band zu gründen, die sich Odin 3 nennt. Ja, okay, mach das mal. Und zwar einfach nur, weil Odin 3 sich geil anhört. Nicht, weil es Odin 2 oder 1 gab, ja, sondern einfach das Odin 3. Album heißt auch Odin 3 und die Leute sollen sich fragen, wo zum Geier Odin 1 und 2 geblieben sind. Genau. Und das ist bei der Grungetown Hooligans 2 ähnlich. So Feeding the Troll, ein bisschen Mysterien spreaden übers Internet. Und Odin 3 gefällt mir natürlich aber auch gut. Das ist auch so ein bisschen wie so eine längst vergessene Zigarettenmarke vor dem Krieg. Ja, genau. Nein, ich rauche nicht mehr. So, und am liebsten Odin 3, bringst du mir noch eine Packung Odin 3 mit, das ist so wie Ernte 23 und eine schöne Revalone. Am liebsten wäre mir dann auch, wenn in der ersten Rezension stehen würde, alle Odin 3, Odin 1 ist Demo, war noch geil, aber hier total ausgewippt. Das ist genau. Ja, genau. Odin und einfach 3. So ein Mysterium spinnen. Ja, dann hätten wir das auch erklärt. Mach Stefan, das mal, Jungs, solange ich nicht dabei sein muss. So, ich höre es mir lieber an. Ja, wir schicken dir das erste Demo zu. Ja. Odin 3. Ja, Hanno, vielen Dank, dass du einmal mehr beim Gitar-Podcaster dabei gewesen bist. Ich danke euch. Es gab sehr viele erhellende Momente und jetzt wird der Hanno nach diesem Podcast an den Schreibtisch zurückkehren, quasi in seine Schreibstube über seinen Geldspeicher. Sitze ich auch und dran, tatsächlich wird schon. Dann das Stroh zu Gold spinnen und das werdet ihr dann in der kommenden Gitar 820 lesen können. Es sei denn, Stefan hat noch eine Frage an. Hanno, doch erstmal eine schöne Havanna rauchen, bevor der jetzt an die Arbeit geht. So, ganz genau, eine armdicke Havanna, die ich mir mit einem 50-Dollar-Schein anzünde. Bitte. Genau. Bitte. Aus. Unter der Woche nur die 50-Dollar-Scheine. Ganz genau, hier gucke ich, weiße Straußenlederschuhe. Glaubst du, sowas kommt von ungefähr? Leute. Also, das war dort ein neuer Punkt in meinem Leben, ey. Das war Punk-Rock pur. Das war garantiert aus Kunststoff, sag ich dir. Alter, willst du mich verarschen? Überhaupt nicht, in keinster Weise. Das ist astreine Straußenlehner. Das sind echte. Aber du hast zwei davon. Das sind echte Schieger aus Paris, mein lieber Freund. Ach du Scheiße, ich wollte das alles gar nicht sehen. Ja. Wieso das denn? Ja, also, liebe Gitar-Podcaster-Zuhörer, ich hoffe, euch hat die neue Folge des Gitar-Podcasts gefallen. Hanno war wieder zu Gast. Kommentiert das gerne. Schickt uns Postkarten, Telegramme. Auch Geldgeschenke, auch sehr gerne. Geldgeschenke nehmen wir gerne entgegen oder auch nicht. Und liked das, schaut euch das bei YouTube an, hört es euch bei Deezer an, bei Spotify, wo auch immer es den Gitar-Podcaster gibt. Vor allem aber, kauft die Gitar 820, kauft Print,
kauft das neue Grunge Town Hooligans 2 Album von Mantar. Mini-Album, Entschuldigung. Mini-Album, ganz wichtig. Keine kauft EP. Es, kauft Musik, kauft Mantar-Merch. Ich habe heute auch nochmal bei mir privat mit einem T-Shirt Werbung gemacht, mit einem großartigen Mantar-T-Shirt. Das hat heute das Internet gerockt. Ich habe es heute extra nicht angezogen, aber ich mache trotzdem jetzt nochmal Werbung dafür. Egal. Hanno, vielen Dank. Ja, und, liebe Leute, mal nicht durchdrehen. Ihr müsst das alles nicht kaufen. Seid einfach nur gute Leute. Hört euch das an. Habt Spaß am Musik machen. Das ist das Allerwichtigste. Ja, und kauft das Gitarre-Magazin. Ja, das so. Könnt ihr kaufen. Und auch das ganze Merch. Und kauft jetzt auch noch einen neuen Mixer und vielleicht noch einen Neuwagen. Alles oder einen Sonderheft. Ihr könnt auch einen Sonderheft kaufen. Kauft einen Neuwagen, finde ich auch gut. Oder kauft Gitarre. Ja, Neuwagen. Leute, Neuwagen. Ihr verliert Neuwagen. Die Zuhörer. Ihr verliert sie gerade. Nein. Nein. Gitarren. Da geht ihm gerade die Düse, ne, dem Handel. Das ist mir mir? Mir geht überhaupt nichts. Ich bade hier in Geld, Jungs. Hanno, ich wünsche dir was. Ich danke und, Fragen. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Adi Ohrensteif, grüß die Frau unbekannterweise. Bis denn. Ciao, tschüss. Ciao, hallo. Powered by Ernie Ball. The colors of rock and roll.